hier ist wieder Moselle für Gitarrentesten aus dem Proberaum und ich habe euch heute eine Aria Pro 2 mitgebracht, und zwar das Modell aus der M-Serie M650T und hinten dran für Red Sparkle RS. Ja, das ist ein Instrument, das ist ganz, ganz spannend, weil es ein Instrument ist, was ich vor ein paar Jahren gekauft habe, ohne Seriennummer. Ah, ein Instrument aus Korea ohne Seriennummer, sprich ein Instrument, das für die Messe gebaut worden ist. Jo. Dieses Instrument ist nur gebaut worden in der Zeit von 1999 bis 2002, also eine sehr kurze Zeit, und ist im Grunde von der Grundkonstruktion von Aria Pro von einem Japaner, einem Herrn Futura, entwickelt worden. Und das Interessante an diesem Instrument ist, dass es in vielerlei Hinsicht sich in gewissermaßen an einer Gretsch Electromatic Jet orientiert. Es hat ein paar Unterschiede. Ich zeige sie gleich mal in die Kamera, die Gitarre, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Der Hauptunterschied ist, dass seine Electromatic Jet nur 22 Bünde hat, und die hat tatsächlich 2 Oktaven komplett. Ja, fangen wir mal an mit dem Blick auf das Instrument in die Kamera. Und jetzt erzähle ich ein bisschen was darüber, und dann stelle ich wie üblich einfach mal die 3 Schalterpositionen des Toggle-Switch für die beiden Tonabnehmer und die gemeinsamen vor. Fangen wir erstmal an mit den grundsätzlichen Themen dieser Gitarre. Dieser Body ist aus Mahagoni und hat hier ein wunderschönes Sparkling obendrauf. Ich denke mal, das ist eine Kunststoffplatte, die oben aufgeklebt ist, aber sie sieht toll aus und ist natürlich absolut resistent. Und wenn man sich die moderne Gitarrenbauweise bei anderen Herstellern anschaut, wo Polyesterlacke üblich sind, unterscheidet sich das für mich nicht wirklich. Man hat hier eine Ecke abgeschnitten. Man hat hier eine Ecke abgeschnitten am Pickguard und man hat ein bisschen etwas andere Kopfplatte. Der Body ist aus Mahagoni, der Hals aus Ahorn. Das ist eine toll gemachte Geschichte, ein tolles Instrument, weil es klingt gut und es spielt sich exzellent und hat eine Bixby-Kopie aus dem eigenen Haus und 2 Pickups, auch aus dem eigenen Haus, Aria Pro. Und der Witz an der ganzen Sache ist, das Unternehmen Chord, von dem ich letztens auch eine Gitarre vorgestellt habe, die im Jahr rund 1 Million Instrumente produzieren und durch Zufall eben auch für Aria Pro und vielleicht auch ein bisschen für Gretsch. Ja, da ist also eine gewisse Parallelität möglich. Ich sage es jetzt einfach mal so, ihr könnt das selbst recherchieren und entscheiden, aber die Parallelen sind, bis auf dass hier keine Filtertones drin sind, schon üblich. Ich mache mal ein paar Töne, fange an mit dem Hals-Pickup. Gehe ich auf den Treble Pickup, sprich Bridge. Und als letztes in die Mitte.
Das ist also das Instrument. Es hat einen ganz normalen Aufbau, wie er üblich ist, eben mit zwei Tonreglern und zwei Lautstärkereglern. Es hat ein sehr schönes, ich sag mal, Bixby-Kopie, Vibrato, Tremolo. Das funktioniert tadellos und es sieht auch genauso aus. Also im Grunde ist da nur der Aufkleber nicht dabei. Und von den Mechaniken oder von der gesamten Handling, vom gesamten Feeling ist das ein unglaublich tolles Instrument. Und das Reizvolle ist natürlich bei so einem Instrument, ein Instrument zu besitzen ohne Seriennummer, weil es in dem Moment etwas Besonderes ist. Dann gibt es nämlich so Instrumente, die haben sehr, sehr großen Seltenheitswert. Naja, das finde ich spannend und deshalb habe ich mir dieses Instrument gekauft. Vielleicht ist es auch etwas für euch mal herauszufinden. Wie gesagt, ich kann mal die Einzeltöne mal spielen. Das ist echt, ne? Also das bedeutet für mich, immer Fehler zu machen, heißt eben auch, die Wahrheit zu zeigen und eben nicht mit einer KI irgendwelche Dinge nachzuvertonen, sondern tatsächlich auch zu zeigen, hey, ich bin ein Mensch, ich kann eben auch Fehler machen und mache das ja auch ganz normal, ne? Also, Gretsch, nein, beinahe hätte ich was gesagt, nein, Aria Pro M650TRS. Unbedingt mal anschauen. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Und wie ihr wisst, ich spiele diese Gitarren immer bewusst eben clean, damit man einfach ein Bild davon hat, wie so ein Instrument wirklich klingt. Rockig geht das immer, ne? Das ist also kein Problem, so etwas auch AC/DC-mäßig zu spielen. Zwinker, zwinker. Okay, das war Moselle für Gitarrentesten aus dem Proberaum mit, ja, dieser wunderbaren Aria Pro 2.